Australien, das ist Ayers Rock, Great Barrier Reef, sexy Surferin, sexy Beachvolleyballspielerin und noch mehr sexy Surferin. Mal ehrlich, wer will bei den Alternativen schon Fußball spielen? Die Spieler der Nationalmannschaft nennen sich Socceroos, eine Mischung aus Soccer und Känguru. Wirklich clever. Australien hält den Rekord für die meisten Tore in einem Länderspiel. 2001 stand es gegen Samoa 31:0. Das heißt, ein Tor alle 3 Minuten. Berühmte australische Schauspieler sind Russell Crowe, Hugh Jackman, Heath Ledger, Eric Banner, Sam Worthington, ach ja, und Paul Hogan natürlich. That's a knife. Die 5 glücklichsten Tiere auf dem offiziellen Instagram-Account von Australiens Tourismusbüro sind dieses Wallaby, dieser Koala, dieser Parrotfish, diese bekiffte Schildkröte und dieses träumende Känguru. Seit 1978 ist in Australien niemand mehr an einem Spinnenbiss gestorben. Ich würde einen Esel ficken, so weh tut das! Ursprünglich wurde in Australien Fußball eingeführt, um Cricketspielern eine Beschäftigung zwischen 2 Saisons zu bieten. Die australische TV-Serie Neighbours ist die am längsten laufende Daily Soap der Welt und hat die Karrieren von Kylie Minogue, Guy Pearce, Natalie Imbruglia und Margot Robbie gestartet. Der Dokumentarfilm Not Quite Hollywood handelt von der Liebe von Quentin Tarantino zu den australischen Trash-Filmen der 70er Jahre, die einen großen Einfluss auf seine Karriere hatten. Die Verletzungsrate für australische Fußballspieler liegt bei 35 Verletzungen auf 1000 Spielminuten. Bisher hat Australien nur 2 WM-Spiele gewonnen und 10 verloren. Vielleicht bleibt ihr doch besser beim Beachvolleyball. Das sieht doch auch viel besser aus. Aber wer weiß, ob sich die Australier dieses Jahr mal nicht an ihren Tagesplan Surfen, Frühstücken, Surfen, Kaffeepause, Surfen, Mittagessen, Mittagsschlaf, Surfen gehalten haben. Good luck!